Hi, mein Name ist Benny von VfR Reinigungstechnik und wir haben heute den Andy Kressmann zu Besuch. Andy ist Markenbotschafter und Verkäufer von Mörmann Tools. Ja, ganz witzig, kurz wie wir uns kennengelernt haben, wie das so zusammengekommen ist. Ja, Mörmann ist uns in den sozialen Medien und in Internetshops im letzten Jahr sehr, sehr oft aufgefallen. Und dann haben wir mal geguckt, was da so hintersteckt und wo man das überhaupt beziehen kann. Und dann ist uns aufgefallen, dass der Andy eigentlich so 300 Meter Luftlinie von uns wohnt und wir Tür an Tür sind. Ja, so haben wir uns dann auch schnell kennengelernt und haben überlegt, wie man da auch eine Zusammenarbeit draus machen kann. Und da das Thema Osmosereinigung auch immer die klassische Reinigung bedingt und umgekehrt, haben wir gesagt, wir nehmen mal die Mörmann Tools bei uns mit im Shop auf. Die können hier getestet und angesehen werden. Und der Andy, der fuchst sich jetzt ein bisschen rein in das Thema Osmosereinigung. Ja. Und so können im Grunde aus diesen beiden Dingen kann was Gutes entstehen. Ja, und deswegen sind wir heute hier. Ja, Andy, erzähl doch mal, Mörmann Tools, warum geht das so durch die Decke? Warum es so durch die Decke geht? Weil es einfach Werkzeuge sind, die tatsächlich funktionieren. Also das Versprechen, was gegeben wird, dass es kein Nachledern auf der Scheibe mehr gibt, nach dem Abziehen, das kann 100% gehalten werden. Es ist ein Präzisionswerkzeug. Ich muss halt ein bisschen langsamer an den Rändern arbeiten. Mhm. Ja, man muss auch ein bisschen die Art, wie man reinigt, umstellen. Ja, also das Abziehen meine ich damit. Weil wir wollen ja halt verhindern, dass wenn wir halt uns jetzt mal so ein Werkzeug angucken, dass die Endtipps zum Beispiel durch zu häufiges Anbängen an Rahmen oder an Gummis kaputt gehen. Und natürlich auch die Gummis selber. Ja. Mhm. An den Enden sind sie immer am sensibelsten. Mhm. Ja. Und dementsprechend, wenn da entsprechend ganz schnell alles ausfranst, dann hat der Handhaber, also der Glasreiniger, entsprechend natürlich seine Probleme, ein sauberes Fenster zu erzielen. Okay, jetzt stelle ich mir als erstes mal die Frage, ob der Aufwand, wo du sagst, ich muss langsamer reinigen, genauer arbeiten, ob dich das aufwiegt jetzt mit dem, ich spare mir das Abledern. Oder ist das nur am Anfang so und wenn ich drin bin, dann bin ich wirklich schneller? Also habe ich da, wie verhält sich das später? Weil du jetzt erstmal sagst, ich muss mir ein neues Glas, eine neue Art der Fensterreinigung angewöhnen und darf nicht mehr so an dem Rahmen anecken. Das sind ja so die Hauptpunkte. Genau. Ne? Also dieses typische Hin- und Her-Wählen, das machen wir eigentlich nur zum Schluss. Ich werde es nachher, denke ich, mal an der Scheibe zeigen, wie man es meiner Meinung nach am günstigsten hinkriegt. Ja. Also ich habe damit auch schon gearbeitet. Ich habe 5 Sekunden gebraucht für so eine Scheibe. Von daher ging ganz schnell. Aber ich weiß, was du meinst. Das können wir gleich noch mal an der Scheibe zeigen. Ja. Wenn du zu steil auf den Rahmen drauf gehst, dann kann es mal sein, dass es am Gummi stoppt. Genau. Das war so das Einzige, was ich gemerkt habe. Und das wiederum, weil ich eine kleine Auflage habe, wird das wahrscheinlich mein Gummi schnell beanspruchen. Genau. Ne? Dass ich also nicht schiebe den Abzieher, sondern dass ich den eher ziehe. Ich ziehe ihn wirklich. So, genau. Heißt ja auch Abzieher, ne? Und nicht Abdrücker. Ja, cool. Design super geil. Also mir gefallen die Farben. Ne? Die haben wir ja auch irgendwie, sind die beim Osmobil ähnlich, würde ich mal sagen. Ich mag das total gerne. Kann man auch gut mit arbeiten. Das Einzige, was mir so nicht gefällt, oder auf den ersten Blick zumindest, ist, dass wir echt hier einen Knochen in der Hand haben. Ne? Das ist schon relativ viel Material, obwohl ich große Hände habe. Wie siehst du das und was sagen die Kunden dazu? Durch das viele Umherreisen auf verschiedenen Veranstaltungen, auch für andere Händler, wenn ich das vorstelle. Es gibt oft diesen Einwand, dass für viele der Griff einfach zu bauchig ist. Ich habe damit kein Problem, weil ich fasse den Griff ja eigentlich gar nicht mehr richtig an. Mhm. Ich habe den wirklich nur noch ganz locker so in den Fingern, weil, und das ist auch oftmals ein großer Fehler, den Leute machen, ich drücke ja gar nicht mehr. Hm. Ich lege das Ding wirklich einfach nur auf eine Scheibe. Hm. Und so leicht es ist, auch wieder immer, wo Leute sich gegen beschweren, ich habe ja nur noch Plastik und nichts mehr in der Hand. Es ist ja auch gewollt. Mach mal 40 Jahre den Job. Hm. Ja, deine Gelenke und so werden dir schon sagen. Berufskrankheit, Sehnscheinentzündung. Richtig. Ja. Ja, jedes Gramm, was du weniger hast am Tag, das zählt. Und von daher, sage ich mal, ist es halt für mich jetzt nicht so großes Manko. Mhm. Aber ich denke mal, wenn die Entwicklungsabteilung bei Mörmann das verstärkt hört, dann wird sie wahrscheinlich auch sich mal einen Kopf darüber machen, ob man da vielleicht dann doch eine Änderung vornimmt oder nicht. Da habt ihr auch einen kurzen Draht, ne? Also so Ideen und Einwände werden, glaube ich, schnell umgesetzt. Ja, es wird eigentlich in der Regel wirklich schnell umgesetzt. Durch meine Tourpartys, die ich ja mache, habe ich es wirklich, ich nehme es auf,
Ich habe einen direkten Handykontakt zum Chefentwickler. Ich schicke ihm die Videos oder die Beschreibung, was die Kollegen dann so haben. Und dann heißt es abwarten, ob da was von umgesetzt wird. Und ich denke mal so bis jetzt schon, es gibt schon den einen oder anderen, der wirklich sagen kann, oh wow, das glaube ich ist so eine Idee von mir gewesen. Oder ich hatte zumindest mal den Ansatz, ja, ja. Man weiß es immer nicht. Ja, das ist cool. Ja, also wenn das so ein bisschen durch die Community und durch die Glasreiniger Feedback gibt, ich meine, da gibt es andere Firmen, größere Firmen, die haben dann einen riesen Wasserkopf. Genau. Die fühlen sich vielleicht auch pikiert, wenn man da mal Verbesserungsvorschläge hat. Und wenn das bei Mörmann anders ist, dann ist das schon mal eine tolle Sache. Ich meine, die gibt es jetzt auch, ich weiß nicht genau, wie lange es die gibt, aber mir persönlich auffallen tun die so seit den letzten 3-4 Jahren. Und im letzten Jahr durch Social Media, durch verschiedene, auch durch die Community, dass man mitkriegt, die Leute haben Bock darauf. Ne? Da hat sich was getan. Ja, es hat sich was getan. Ja. Also Mörmann, die Firma selber, gibt es seit 1885. Mhm. Ja, hat ganz ursprünglich angefangen als Besenmanufaktur. Mhm. Ich sag mal so, wahrscheinlich jeden zweiten Wasserschieber der Welt, so nach dem Motto, kommt von der Firma Mörmann. Mhm. Und daraus abgeleitet haben sie dann angefangen mit klassischer Abziehschiene und klassischem Griff für die Gebäudereinigung. Haben dann gesagt, okay, damit können wir auch nicht den großen Schnitt machen. Mhm. Und dann kam halt ein Glasreiniger auf Mörmann zu mit der Idee dieser Schiene. Mhm. Und der Rest ist mittlerweile Geschichte, kennen wir alle, wie den Werdegang. Ja. Am Anfang, wie jedes Kind, es muss erst laufen lernen, aber durch die kontinuierliche Entwicklung, die echt dahinter steht und man sich wirklich einen Kopf macht und wirklich dem Endverbraucher zuhört, sprich dem Glasreiniger, was braucht er, was will er, damit man effektiver arbeiten kann, machen die echt einen verdammt geilen Job da. Ja, cool. Ich hatte vor 4 Jahren auf der CMS war ich und da hatten wir ein Gerät aus Australien, das war der Wagtail. Ja. Das wurde relativ gehypt, weil eigentlich die Arbeitsweise und der Ansatz an dem Wagtail ziemlich genial ist, aber das Gerät selber, wir haben das ein paar Mal bestellt, das war irgendwie billig verarbeitet, da war ein Gummi raus, das konntest du gleich wegschmeißen, da hast du auch wieder schwer nur ein Gummi reingekriegt, das hatte so den Eindruck, als wenn das so wie aus dem Badezimmer so eine Abziehschiene war, ne? Aber das Prinzip war geil, wir konnten mit diesem Wagtail, ihr habt ja auch ein Pendant dazu, das wollte ich mal gerade einmal zeigen, Accelerator, geiler Name, das ist das Pendant dazu, wenn der gelöst ist, also wenn der nicht arretiert ist, dann ist der beweglich. Genau. Ja. Das bietet mir zum einen den Vorteil, dass wenn ich damit an der Stange arbeite, ne, kann ich hier meinen Einwäscher vorflippen, die Stange abwaschen, zurückflippen und abziehen. Jetzt bin ich aber nicht in der Situation, dass ich wie mit einer normalen Teleskopstange abziehen muss, wenn ich in 4 Meter Höhe bin und ich will oben in die Ecke, dann muss ich relativ weit weg und muss mich ziemlich krumm machen, damit ich das hinbekomme. Die Abziehschiene, die reagiert im Grunde auf den Drehimpuls an der Stange. Und damit kann ich ganz normal so im S-Verfahren mein Fenster abziehen, kann auch mittendrin anfangen, ne, mitten in der Scheibe, also ich muss nicht immer bis oben an den Rahmen dran und kann im S-Verfahren mit der Stange arbeiten und das ist ziemlich cool und gegenüber dem Wagtail ist das auch noch ziemlich cool umgesetzt hier. Was die Australier machen, die arbeiten aber nicht nur an der Stange mit dem Wagtail, sondern die nehmen den wirklich jeden Tag, weil die dann den Vorteil haben, dass die gelenkschonend arbeiten können, die drehen nämlich gar nicht mehr das Handgelenk jedes Mal rum, sondern die haben sich das so antrainiert, dass sie nur noch den Griff drehen und im Grunde dann wirklich sehnenschonend arbeiten damit. Ne? Ist auch eine der Ideen dahinter, nicht nur für die Stange. Wobei ich selber, immer sage, für mich ist es einfach nur ein Stangenwerkzeug. Mhm. Jeder andere, es kann jeder handhaben, wie er möchte. Für mich ist es einfach nur ein Stangenwerkzeug, weil ich sag mal so, an der Scheibe mit dem Handbetrieb, ich drücke immer ganz unterschiedlich, und ich habe hier 2 Gelenke, kann, muss nicht, relativ schnell ausleiern mitunter, von daher, und an der Stange habe ich das Problem nicht, weil ich ja halt wirklich nur das Gewicht der Stange und von dem Flick, also den nassen Bezug, habe da oben irgendwo und dann unten einfach nur ganz locker arbeiten kann, das heißt, die Gefahr, dass ich die Gelenke so ausleihe, habe ich nicht. Zum Wagtail, ich selber wollte mir immer mal einen bestellen, bin nie dazu gekommen, weil ich den aber auch eigentlich ganz cool fand. Mittlerweile nach so ein paar Videos und Recherchen denke ich einfach mal, es ist immer noch ein geiles Werkzeug. Auch da, jeder, der den bevorzugt gegenüber einem Mörmann, kein Problem. Ich habe damit kein Problem. Aber er scheint sehr, sehr schwer zu sein. Das ist zumindest so für mich so, das Auge sagt, es ist ein unwahrscheinlich schweres Werkzeug. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich habe eine Stange 7 Meter Höhe, und soll dann entsprechend damit arbeiten, dann habe ich ja wieder
Schultern wieder entsprechend belastet und so. Und das habe ich beim Mörmann halt nicht. Alleine das Thema Gummiwechseln, wenn man diese Schiene gesehen hat, das ist eine Aluschiene, die ist einfach an den Enden verjüngt, da wurde drauf gedrückt und ich habe totale Schwierigkeiten, also da gibt es keine richtige Arretierung, so wie bei diesem System mit den Klipsen. Und das habe ich da nicht. Und da fängt es schon an. Also es wirkt relativ primitiv und das wirkt so, als wenn das 1980 entwickelt wurde und seitdem nicht weiterentwickelt wurde. Und hier haben wir schon, sehen wir schon, dass das Design ist. Alleine, wie ich mein das kannst du mal zeigen, wie man den Bezug wechselt und arretiert und die ganzen Geschichten. Ja gut, in dieser Variante jetzt hier hängt oder angeklipst, ist halt für die Stangenarbeit, weil dann kann ich einfach nur flippen. Wenn ich im Handbetrieb so arbeiten möchte, ich mache es immer so, oder die meisten halt auch, klar, Daumen drauf, weil wenn ich schnell ziehe, klappt das zurück, hat man wieder die Spuren an der Scheibe, will man nicht. Dafür gibt es aber auch eine Alternativlösung. Wenn ich immer in diesem Bereich arbeite mit dem Flick, aber immer im Handbetrieb, hänge ich den Flick einfach unten drunter. Dann ist er nachher einfach so davor, in dem Moment, wo ich abziehe, er hängt immer da drunter. Ja, also kommen die wieder zurück an die Scheibe. Ja, nimmst du noch ein paar Tropfen auf. Ja, cool. Und nimmst sogar noch ein paar Tropfen auf. Ich merke schon, du brennst für das Thema und kannst zu allem wahrscheinlich sehr, sehr viel sagen. Unwahrscheinlich viel. Ich könnte jetzt locker 2 Stunden reden. Ja, das glaube ich dir gerne. Eine Sache noch, was uns aufgefallen ist, wo die Community, die redet so ein bisschen darüber, dass das Gummi nicht mehr so leicht einzusetzen ist. Also man kriegt es wohl noch raus, aber man kriegt es nicht mehr so leicht rein. Was hast du uns dazu zu sagen? Ist richtig. Hat alles auch wieder mal seine Gründe, warum es so ist. Bei der ersten Liquidatorschiene war das halt nicht so. Die Endkappen zum Beispiel fielen auch mitunter mal runter. Auch das ist vielen Usern bekannt. Es wurde noch zusätzlich verjüngt jetzt am Ende. Ja. Ja, dass wenn das Gummi reingezogen wurde, immer ein bisschen Prielwasser haben. Oder halt natürlich das Squeeze Deluxe. Das Squeeze Deluxe ist das Zeug. Genau, das ist der Reiniger vom Mörmann selber. Da will ich auch gar nicht so zu viel sagen, aber ziemlich cool, weil das gleitet wirklich besser, auch wenn ich mal noch einen Spot habe und ich muss über die trockene Scheibe fahren, habe ich immer noch diesen Gleiteffekt. Ja, ja. Das ist gutes Zeug. Hilft auch, um die Schiene, um das Gummi einzulegen. Und somit ist es dann halt klar, ist es jetzt so, dass wenn ich ein Gummi wechsle, brauche ich halt 30 Sekunden länger als wie bei einer normalen Schiene. Aber was sind 30 Sekunden im Vergleich zu wahrscheinlich vielleicht nachher 5 Minuten oder 10 Minuten schneller am Gesamtobjekt zu sein. Keine Ahnung. Also einfach so ein bisschen flutschi drauf, also dass es ein bisschen nass ist. Und anschließend verhindert es dann halt definitiv, dass das Gummi selber in der Schiene hin und her rutscht. Deswegen wird es gemacht. Ja. Okay. Hat halt ein Tod muss man sterben wahrscheinlich an der Stelle. Ein Tod muss man sterben. Ja. Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Genau, die gibt es nicht. Ja, gut. Ja, dann noch eine Sache, die ich mir aus dem Regal nehmen möchte, bevor wir mal gleich an die Scheibe gehen, ist hier der Combinator. Erinnert so an die Profi-Variante des wie Leder, weißt du, für die Dusche, schöner. Ja. Komm, sag mal nochmal schnell was dazu, wie das Ding genau funktioniert und was Mörmann sich dabei gedacht hat. Ist mittlerweile eine zweite Version. Was hat Mörmann sich dabei gedacht? Einfach da wieder Schnelligkeit in der Unterhaltsreinigung zum Beispiel haben. Also für die Reinigungskräfte, die mal eine Tür abwaschen. Ja, also wollen wir ehrlich sein, professioneller Glasreiniger guckt sich da Dinge an und sagt, was ist das? Ja, aber auch da gibt es Vorteile, wenn ich gerade jetzt an die heißen Jahreszeiten denke, ich stehe 20 Meter Höhe auf der Bühne und du hast dann da so einen dabei, der einfach nicht loslassen will. Mhm. Ja, er braucht nicht mehr hin und her mit den ganzen Geräten und in der Zeit ist die Scheibe trocken, er kann halt in einem durcharbeiten. Also man kann sich einhändig festhalten und dann... Genau, ansonsten hammergeiles Teil für eine Unterhaltsreinigung. Ja, du gibst das den Mädels in einer kleineren Version, sage ich mal mit, der 25er, legst auf den Wagen, ein bisschen nass machen und sie können Spiegel abziehen. Mal eben Zwischentüren in Seminarräumen und ohne dass er, wie gesagt, dann auch wer weiß wie tropft, ohne dass er mit 5 Geräten laufen oder Sprühflasche, Lappen entfällt. Ergebnis ist dann so wie nachher an einer ganz normalen Scheibe. Die Sonne kommt im gewissen Winkel und Abnahme kommt und denkst so, müssen wir normal machen, brauchen wir nicht. Hammergeiles Werkzeug. Ich kann den ja auch entsprechend umstellen. Das ist jetzt mal wieder so ein Vorführeffekt, glaube ich, dass es ein bisschen schwerer geht. Hat keiner gemerkt. Ich kann ihn nach hinten weiterstellen, wenn es mir gefällt. Ich kann ihn auch komplett auf die andere Seite stellen. Ja. So kann ich erst einwaschen, dann abziehen. Genau, auch da wiederum, ich kann diesen Griff als Solo-Griff benutzen. Da gibt es einen Propfen für, dass das geschlossen ist und fertig. Also das Tolle ist halt einfach, ich habe eine Schiene, 3, 4, 5 verschiedene Griffe. Und kann darauf aufbauen. Und kann darauf aufbauen mit meinem System wachsen. Das ist ja auch so ein bisschen die Philosophie, die wir beim Osmobil haben und bei den Gardiner Stangen. Ja, so ein Baukastenprinzip an der Stelle. Ja, cool.
Dann gehen wir mal gerade an die Scheibe. Ich möchte wissen, wie du den Liquidator benutzt, damit die User das draußen auch einmal sehen, dass das jetzt auch kein Hexenwerk ist, aber dass man sich so ein, zwei Kniffe aneignen muss. Machen wir. Das machen wir mal eben. Gut. Wir nehmen den mal mit hier. Da kommen wir nach wie vor nicht drum rum. Wir müssen die Scheibe erstmal nass machen, einseifen. Ach, ich dachte, das macht er auch mit. Nee, das macht das Gerät noch nicht von alleine. So, was ich meine halt mit dem, dass man ein bisschen umdenken muss im klassischen Sinne ist, man fängt immer hier an und zieht. Ja? Wenn ich jetzt nicht vorher, wer weiß, wie wackel, ja, ziehe ich immer Seife mit. Ja, hab da was stehen, muss also wieder mit dem Lappen ran. Das wollen wir ja nicht. Ja. Ja? Ich setze ihn einfach wirklich irgendwo in der Mitte an und dann ziehe ich ihn gerade runter und somit habe ich den Rand sauber gemacht. Und es ist kein Wasser auf der Scheibe. Jetzt bedingt dadurch, dass wir natürlich ein normales Fell haben, habe ich ein wenig Wasser hier auf dem Gummi. Klar. Aber du hast ja bis zur Kante eingewaschen. Richtig, ich habe auch bis zur Kante eingewaschen, was man ja eigentlich immer macht. Ne? Genau. Und im Akkordmodus. Ja, genau. Immer bis zur Kante eingewaschen. Genau, wird immer bis zur Kante eingewaschen. Aber ansonsten sage ich ja, ich setze halt irgendwo an und dann mache ich erst einmal meine ganzen Ränder sauber. Ja, und auch hier selbst, ich setze nicht ab. Ja? Ja. So, was hat jetzt für einen Sinn? Für mich ist es so, Rand ich hau, wie gesagt, die Enden hier nicht immer gegen den Rahmen vom Kunden und mache somit auch meine Gummis und meine Enden nicht so schnell kaputt. Ja, ich habe es definitiv erledigt. Ich habe keinen Spot ausgelassen an der Scheibe. Ja. Ja, und dann in der Mitte, da kann ich doch dann jetzt auch Gas machen. Und da ist es dann letztendlich egal, wie schnell ich bin oder wie langsam. Ja. Ja. Punkt ist, ich nehme jetzt hier meinen Lappen, mache unten einmal die Schmutzflotte weg und gehe zum nächsten Fenster, während du jetzt nochmal den Lappen als Beispiel rausholst und nochmal nachgehst. Mhm. Und das ist nachher damit gemeint mit Zeitersparnis. Mhm. Wie schnell man dieses Werkzeug erlernt, das ist von jedem selbst abhängend. Weil... Also einmal einen Lappen müsste man ja schon in der Hand nehmen. Ich habe hier mal gerade einen Lappen liegen. Ja, ja. Genau, jetzt zum Beispiel... Was man jetzt einmal macht, den was, Rahmen, damit, ne? damit der Kunde auch zufrieden ist nachher. Genau. Ich wasche bis zum Rand ein. Richtig. Und putze dann mit meinem Lappen einmal mit über den Rahmen und nehme das Gummi auch gleich mit, weil das war eben noch nass und das genau. Kann jetzt trocken sein. So, und jetzt muss ich einmal noch hingehen, sag mal, ob ich das verstanden habe. Du gehst erst hin und machst den Rand trocken. Richtig. Und fährst da einmal rum, genau. Ich habe es nochmal abgesetzt, nicht so wie du, aber ich mache das auch zum ersten Mal und dann kann ich hingehen und sagen, genau. Und, zack. Und was du halt auch hast, das habe ich gerade gesehen, ist, deswegen hast du jetzt hier zum Beispiel was stehen, du drückst sehr stark. Ja, ja, also bei dem. Aber gut gefrühstückt. Ja, also weniger Druck. Kräftiger Mensch, genau. Also dieses Werkzeug, deswegen ist es leicht von sich aus und halt auch in der Handhabung. Man hat es nur noch im Prinzip. Mit zwei Fingern. Mit zwei, drei Fingern, ein bisschen Daumen zum Führen. Ja. Ja, und ich drücke überhaupt nicht mehr. Und schon erledigt das Werkzeug die Arbeit. Mhm. Weil ich will ja abends nach Hause und meine Frau möchte auch noch ein bisschen was von mir haben und nicht immer nur, dass ich wie ein Kaugo auf der Couch rumliege. Ja. Aber das ist das nachher, was das Ergebnis erzielt. Ja. Und was im Vergleich, ich darf mal kurz einhaken, ich werde nicht dazwischen plappern. Aber das ist jetzt zum Beispiel, die Scheibe ist trocken und ich habe dieses Zeug hier benutzt. Das ist mir bei normalen Spülen ist das noch nicht so geil geworden, das ist das Quiz Deluxe. Und wenn ich jetzt nochmal einen Spot auf der Scheibe habe, gleitet das immer noch, als wenn die Scheibe nass wäre. Und ich kann da immer noch super geil dran. Das habe ich bei noch keinem Mittel so erlebt. Ich habe alles schon durchprobiert und bin dann immer wieder bei Spülmittel gelandet. Da gibt es ja die wildesten Sachen, Allzweckreiniger mit einem Spülgemisch und so. Aber bei dem Zeug ist das wirklich mal so, dass ich nochmal kurz ran kann und das gleitet immer noch. Ja. Das ist ziemlich geil gelöst. Ich selber habe es nun auch schon sehr lange im Gebrauch. Ich durfte es sogar schon haben, wo es noch gar nicht im Verkauf war. Ist halt einer der Sachen, die ich halt auch mache bei Mörmann als East Angel. Ich probiere die Entwicklung aus und gebe meinen Senf dazu, auf gut Deutsch. Ja. Es löst unwahrscheinlich gut. Es ist auch, wenn ich an die Sommerzeit denke, wo es dann mal ganz schnell wegtrocknet, ja auch durchaus. Mhm. Auch da ist es gar nicht so ein Problem. Es steht eigentlich noch ziemlich lange nass auch an der Scheibe, auch bei einer extremen Hitze. Meine Erfahrung. Mag es natürlich euch da draußen geben, die auch andere Erfahrungen gemacht haben. Ja, ja cool. Ich denke, wir könnten hier noch wahrscheinlich 2-3 Stunden weitermachen, aber ja, dann sind wir schon, dann machen wir hier schon eine Mörmann Tool Party. Das war jetzt nicht das Ziel. Also wir wollten jetzt einfach nur mal sagen, was sind wir da hier für eine Verbindung eingegangen? Eigentlich gar keine richtige Verbindung, sondern wir haben einfach gesagt, irgendwie gehört das zusammen. Wir machen das Thema Osmosereinigung und hier haben wir das Thema klassische Reinigung. Das eine mit dem anderen hat da irgendwie zu tun. Ja.
Ja, für mich eine Frage noch vielleicht, wo kann man denn den Stuff bekommen, wo kann man testen? Also bei uns natürlich könnt ihr den testen, wir haben den jetzt immer da. Ansonsten, was ist so der übliche Weg, wie komme ich an das Möllmann-Zeug ran? Der übliche Weg zurzeit ist noch, dass man uns unter info@hgema-herford.de eine E-Mail schickt, weil unser Online-Shop noch im Aufbau ist, leider Gottes, es dauert halt immer ein bisschen länger. Dann bekommt er eine Preisliste von uns, er füllt sie aus, schickt sie zurück und dann geht es wie bei jedem anderen Online Versand seinen Weg. Darüber hinaus, man kennt mich viel über Facebook oder ein bisschen über Facebook, wollen es ja nicht übertreiben, ein bisschen über Instagram. Auch da kann man mich kontaktieren. Man kann es bei euch im Showroom hier angucken, ausprobieren, testen. Ihr habt Karten hier, gebt da einfach weiter. Somit kommt man da auch mit mir in Kontakt. Ansonsten mache ich ja die Möhrmann-Tour-Partys. Das ist so eine Tupper-Party für Glasreiniger. Tupper-Party für Glasreiniger, ja. Nettes Zusammensitzen, ein bisschen schnacken. Der ein oder andere holt sich noch ein paar Tipps und Tricks oder sagt halt, was er nicht so toll findet an den Geräten. Wie viel machst du davon so im Jahr? Antwort. Ich habe letztes Jahr damit einfach mal so aus Gaudi angefangen, im August glaube ich. Und ich hatte letztes Jahr 3 gemacht. Ja. Waren für mich alle ein hammergeiler Erfolg, weil es zählt für mich einfach nicht nur das Verkaufen, sondern für mich zählt es auch wirklich, jemandem noch einmal dieses Gerät zu zeigen, der es vielleicht schon mal 3 Monate in der Kiste liegen hat, weil er es ausprobiert hat und sagt, ich komme damit nicht klar und ihn dann nochmal davon überzeugen konnte, doch, das Werkzeug ist hammergut ja, und ich benutze es jetzt wieder richtig. Und da muss ich sagen, habe ich echt... Also auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit, ein bisschen Nachsarbeit zu leisten. Genau. Weil man sieht erstmal das Design, das ist ein Abzieher wie der andere. Genau. Gefällt er mir nicht, aber der Clou kommt nachher darin, dass man genau weiß, wie man es bedienen muss. Und dann kommt auch wieder die Freude, dass die Leute merken, okay, jetzt weiß ich, wie das Ding funktioniert. So sieht's aus. Die halten ihr Versprechen und dann geht's auch los. Ja, genau. Cool. Und dann, wie gesagt, Möhrmann-Partys, wie viele. Also bis jetzt, wir sind im Jahr 2019 mal gerade angefangen. Es sind jetzt schon 3 geplant. Eine davon bei uns? Geplant, eine bei euch, ja, genau. Ja, also hier bei uns. Ich weiß nicht, ob es da noch freie Plätze gibt. Ich bin noch gar nicht so im Thema. Ansonsten, bestimmt. Das Video wird jetzt bald ausgestrahlt. Die Tool-Party, das wird dann auch kurz darauf folgen, wer noch Bock hat. Uns hier in Enger zu besuchen, da ist der Andy und da referiert er mal wirklich ausführlich über das Zeug, ihr könnt es echt ausprobieren und ja, macht ja auch mal Spaß unter Gleichgesinnten so ein bisschen zu fachsimpeln. Ja, by the way, seht ihr noch ein bisschen, was hier los ist, könnt auch mal euch das Thema Osmose-Reinigung so ein bisschen annähern. Wird, glaube ich, ein ganz lustiger Abend. Was ich auch gerade mache. Genau, wird, glaube ich, ein ganz lustiger Abend. Ja, cool. Ja. Hat mir sehr gefallen, Andy, schön, dass du da warst. Super, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Ja, nicht zu danken. Ja, und ich hoffe, dass wir noch weiterhin gut zusammenarbeiten. Ihr da draußen bleibt sauber. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Kommentare, immer da lassen, dann können wir darauf antworten und in Dialog treten. Ansonsten würde ich sagen, bis dann. Ciao. Bis dann.